Kleiner Augenblick. Ja, jetzt nochmal. Nach ein paar Handgriffen schnurrt der Motor des Mercedes 200 Roadster aus dem Jahr 1934 wieder wie ein Kätzchen. Und darauf legt Fahrzeugsammler Karl-Heinz Rehkopf auch besonderen Wert. Oldtimer dürfen zwar alt sein, aber sie müssen auch laufen. Mehr als 2500 Autos und Motorräder hat der heute 80-Jährige im Laufe seines Lebens gesammelt. Es ging zunächst einfach darum, sich fortzubewegen und mit etwas komfortableren als der Muskelkraft. Und dann habe ich mir also durch Arbeit bei Coca-Cola und in der Tongrube und ich weiß nicht wo überall nebenbei habe ich mir die 100 Mark verdient für dieses erste Motorrad, eine Victoria 100 Kubik. Und ich sage immer, da ich Treue nicht nur Menschen gegenüber empfinde, sondern auch Sachen gegenüber, die mir treu gedient haben, habe ich dann diese Dinge auch behalten und möglichst nicht abgegeben. Um die Fahrzeuge kümmern sich inzwischen rund 100 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter. Sie müssen die riesige Oldtimer-Sammlung am Leben erhalten. Und das ist oft gar nicht so einfach. Aber bei Fahrzeugen aus über 100 Jahren Motorrad- und Automobilgeschichte wird die Arbeit zumindest niemals langweilig. Also die Faszination ist das Unkalkulierbare. Wir wissen eigentlich nicht, was mittags passiert oder was zum Nachmittag kommt. Wir kriegen ständig neue Fahrzeuge, wir haben Rallye-Aufträge, wir müssen Fahrzeuge instand setzen, wir müssen Transporte vornehmen und es wird immer individuell angepasst und das macht diesen Beruf unheimlich interessant. In diesem alten Kornhaus in Einbeck werden die fertigen Fahrzeuge dann ausgestellt. Auf 25.000 Quadratmetern Fläche sind rund 400 Exponate der großen Sammlung zu bestaunen. Zudem werden hier auch regelmäßig Vorträge rund ums Automobil gehalten. Um die Technik kümmert sich Michael Kraas. Der Medien- und Veranstaltungstechniker sorgt unter anderem dafür, dass die Ausstellungsstücke ins rechte Licht gerückt werden. Als ich hier mit diesem Projekt in Verbindung gekommen bin, habe ich halt eben diesen Reiz entdeckt, mit alten Fahrzeugen, mit der hochmodernen Technik, die hier hinter steckt. Und habe mir einfach gesagt, also das ist für mich eine Aufgabe, wo ich wirklich nochmal reizvolle Punkte finde, wo ich mich wirklich nochmal direkt ausleben kann. Doch im PS-Speicher befindet sich nur ein Bruchteil der gesamten Oldtimer-Sammlung. Die übrigen Fahrzeuge sind in 4 Depots untergebracht. In einem davon steht zum Beispiel die weltweit größte Sammlung deutscher Serienmotorräder. Insgesamt sind es 1400. Etwas bescheidener dimensioniert ist das Kleinwagendepot, obwohl auch dieses den Anspruch erhebt, das größte der Welt zu sein. Ganz besonders in Schwärmen gerät Sammler Karl-Heinz Rehkopf aber in der Bus- und Lastwagenhalle. Und ein Fahrzeug hat es ihm da besonders angetan. Ja, dieser Krupp mit einer Ausfahrleiter von sage und schreibe 52 Meter. Ist das nur zweimal gebaut, ist wirklich das einzig existierende Modell, der einzig existierende LKW, der seinen Namen sagen kann, der den Namen des Motors sagen kann. Ich zeige Ihnen das gleich mal. Es ist ein Krupp und achten Sie drauf, ob er und wie er seinen Namen ausspricht. Um hier Krupp zu verstehen, muss man allerdings schon ganz genau hinhören. Hier im Bus- und LKW-Depot wird die Arbeit von ehrenamtlichen Helfern erledigt. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Profis und Laien, die inzwischen aber zu einer kleinen Familie geworden sind. Im Gegensatz zur Motorrad- und Kleinwagenhalle können Besucher die großen Brummis bestaunen. Jeden Samstag ist das Depot für das Publikum geöffnet. Die meisten kommen hier rein und sind erstmal erschlagen von dem, was sie hier sehen, weil sie sind darauf vorbereitet, hier ein paar LKWs stehen zu sehen, aber auf das, was hier steht, in keinster Weise. Für uns ist das hier eine große Spielwiese. Die Leute, die hier sind, also die anderen Ehrenamtlichen, das Miteinander, der Zusammenhalt und ja, wir machen dann ja auch mal Ausfahrten, wir sind draußen und sprechen mit den Leuten und das macht ganz einfach nur Spaß. Die Aufsicht über die Ehrenamtlichen hat Friedel Oppermann. Der gelernte Kfz-Meister kennt sich mit den betagten Gefährten aus. Seine Ausbildung hatte er schließlich schon Anfang der 60er Jahre abgeschlossen. Heute freut sich der 81-Jährige über jeden, der neu ins Team kommt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Man fängt mit Kleinigkeiten an. Es sind auch mal Räder zu wechseln oder es sind mal die Ölsender zu kontrollieren. Und man sieht ja dann in der Zeit, wie bringt sich der Mann ein, wie kann ich den einsetzen.
oder was möchte er gerne mal tun an einem Samstag, und dann wird er dementsprechend nach seinen Fähigkeiten noch eingesetzt. Doch trotz der Menge von fast 2600 Fahrzeugen kann Karl-Heinz Rehkopf es nicht lassen. Wenn er ein neues, interessantes Objekt sieht oder angeboten bekommt, kauft er weiter. Gehören tun dem Unternehmer seine Schätze allerdings nicht mehr. Man hat mir gesagt, dass mein Leben auch begrenzt sein könnte. Und darum habe ich mir etwas überlegt, was ist denn die sicherste Methode, so eine Sammlung zu erhalten. Und da hat mir eben das ehrliche Versprechen meiner Kinder nicht ausreichen können, denn ich wollte es ja über Generationen erhalten. Und darum haben wir eine gemeinnützige Stiftung gegründet, in die ich alles hineingegeben habe, das heißt, der Öffentlichkeit geschenkt habe. Und seit 3 Jahren können Besucher die Sammlung deshalb nun auch live und in Farbe im PS-Speicher in Einbeck bestaunen. Was die Fahrzeuge wert sind, wird nicht verraten. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Denn wie schon Karl-Heinz Rehkopf, wird auch die Stiftung die alten Schätzchen niemals verkaufen.